Also ich habe Trade Fever auch sehr gesuchtet. Stunden, also ich habe also ungefähr 1600 Stunden gespielt bis 1800. Der Rest, der ging für Modding drauf. Und das wird bei dem Spiel genauso sein. Das ist faszinierend. Und Railroad Tycoon 3 damals habe ich auch monatelang gespielt. Hatte mich einfach fasziniert. Warum produziert D-Plus so wenig? Ja, erzähl uns mal was von deinem tollen Livestream. Die haben dich ja hier richtig aus dem Konzept rausgebracht. Ich frag mich, warum die nicht mehr produzieren. Ich habe den Bahnhof extra da unten hingebaut wegen dem Berg. Aber der produziert mir nicht mehr, aber ich brauche mehr für den Kunststoff. Sonst, ich brauche zwei Getreide für einen Kunststoff. Das Lager läuft immer leer. Also, wie läuft das jetzt? Also, was wird da abgeholt an dem Bahnhof? Da wird Getreide abgeholt, wird hier vorgebracht zu der Industrie. Da werden zwei Getreide zu einem Kunststoff. Und dann haben wir die Kunststofflinie, wo wir gemacht haben, wo die ja dann, wo da am Hauptbahnhof enden. Also, das heißt, das Kunststoff wird dann wieder über die Straße zurückgeführt auf die Linie und zur Fabrik. Warum ist denn da Getreide? Weil aus Getreide Kunststoff wird. Den Weg noch nicht. Da oben war doch sowas wie ein T-Shirt. Ein T-Shirt? Sag mal, Joe, du sagtest, du bist 30 Sekunden dahinter. Ich habe jetzt das Gefühl, wenn ich Juli zuhöre und er ist am Klicken, dass das absolut zeitgleich ist mit dem, was er gerade berichtet. Kann das sein, dass ich vielleicht gar nicht 30 Sekunden dahinter bin, sondern wirklich eine halbe Sekunde? Nee. Also ich Das sehe Minimalste, jetzt. was glaube ich, geht es in 11 oder 12 Sekunden. So, ich zähle jetzt mal den Tag. 12, 13, Ich bin bei 14. 21. Und du? Ich bin Tag, jetzt ach so, ja. 24, 5, Den Tauri, 25, was hast du? 26. Habe kein Vollbild, deswegen muss ich mal eben Vollbild machen, das ist sonst zu klein. Also, ich bin jetzt bei 23. Nee, wir haben. 25. Ronny, wir haben vorhin. Und auch Gösten ja mitbekommen, dass dieser Strich bedeutet wie ein Oder. Das heißt, ich brauche entweder brauche ich doch ein Öl oder zwei Getreide. Weil sonst würde das ja ohne den Strich stehen. Das ist ja gerade das. Der Strich ist wie ein Oder. Ja. Klar, es macht für mich auch keinen Sinn, dass ich zwei Getreide für einen Kunststoff brauche, ja. Warum? Ist eben so. Öl ist ergiebiger. Ja Ist. gut, aus Getreide kann man auch Öl gewinnen, hast du recht, ja. Aber ich frage mich trotzdem. Ja, bei dem Icon ist es nämlich nicht, weil bei unserer Fabrik hier hinten ist es ja nicht genauso. Da brauche ich ja entweder zwei Bretter oder ein Stahl für Werkzeuge. Oder ich brauche zwei Bretter und Stahl. Oder ich brauche ein Stahl und ein Kunststoff. Versuchen Sie, mehr Kunststoff anzuliefern. Okay, da müssen wir hier mal überlegen, ob wir diese Strecke nicht ausbauen, weil die wird dann sehr hochfrequentiert sein. Mal gucken, wo ist denn unser Kunststoffzug? Hier. Dass vielleicht die Linientaktung einfach zu niedrig ist. Kann das sein vielleicht? Ich versuche das jetzt gerade auch mit zu realisieren erstmal. Vierundzwanzig Sekunden, drei. User left your channel. Okay, tschüss. Wer ist gegangen? Wir sind Tauro. Okay. Der hingegangen? User joined your channel. Ah, Aufenthaltsraum. Nee, nicht mehr.
Nicht mehr, gehst du? Nein, nein, ich habe mich verklickt. Ach so. Ich habe ein Headset jetzt aufgelegt und wollte das irgendwo anders testen. Also, ich glaube, wir müssen überlegen, ob wir diese Kunststofflinie nicht aufteilen, sondern vielleicht komplett durchziehen. Irgendwie. Kannst du noch mal einmal ganz nach links gehen, wo da irgendwie das Problem mit dem Mais, mit dem Getreide war? Kann ich sofort machen. Ich mache noch eine schnelle Mitfahrt, weil ich möchte dann noch einen zweiten Zug noch schnell draufhauen. Ja. Guck mal hier, das war in Train Fever nicht möglich, Zetauri. Diese Mitfahrt. In Transport Tycoon auch nicht, bei weitem nicht. Bei der Fahrerkanzel. Das war in Railroad Tycoon 3 war das schon möglich. Aber hier, das ist jetzt super. Das kannst du mit Fußgängern machen, mit Straßenbahnen. Das sieht ganz toll aus, wenn die dann da so plötzlich um die Kurven fahren in den Straßen. Alter, wie viel Dampf. Ah, da kann man sich eine schöne eigene Welt aufbauen. Ne? Wenn es einem draußen nicht passt, dann verzieht man sich hierhin. Ja. Ja. Boah, sieht das aus, guck mal. Der Dampf. Wo wir da gerade bei den FPS waren und dem Dampf, wisst ihr schon bezüglich den Spezifikationen und wird es eine Mac-Version geben? Wisst ihr da irgendwas? Wegen den Spezifikationen kannst du mal auf Steam schauen. Ah, okay. Wenn du Es es gibt ja auch für. diese Urban Originalseite, da steht ja auch was drin. Aber da bin ich nicht so fit. Also, ich kann dir sagen, was du brauchst. Du brauchst einen Dual-Core-Prozessor mit mindestens 3 GHz. Eine GTX 540. Und 4 GB RAM. Also bis jetzt habe ich alles außer die GTX 540. Da komme ich aktuell nicht dran. Ich weiß nur was von einer 1 Gigabyte Grafikkarte. Ne, eine GTX 260, sorry. Als Minimum, weil da gibt es ja Ein verschiedene Typen. Gigabyte VRAM, also ich glaube, 1 GB VRAM-Grafikkarten werden gar nicht mehr hergestellt. Ja, aber das ist Minimum, haben die Ja. gesagt. Und das war bei Train Fever die Hälfte, 500 Ja, MB. aber durch das Modden hast du halt so viel, was in den Videospeicher reinläuft. Man könnte fast sagen, auf jedem Rechner, der mit Windows 10 läuft, müsste das, also der mit Windows 10 zu betreiben ist, müsste das irgendwie laufen. Da wären wir beim klitzekleinen Problem. Bei mir läuft Mac OS. Ja, das heißt ja nichts. Ich wollte nur mal sagen, du würdest niemals auf einen zu alten Rechner Windows 10 draufhauen. Weil man sagt irgendwie, ja, das packt ja alles nicht mehr. Weil es ist auch hier eine 64-Bit-Version. Mac OS X 10.5. Ne, 10.9.5 oder höher. Ja, also das aktuelle mit 3 oder 4 Vorversionen. Sonst bleibt alles gleich. So, wie war das jetzt noch mal rechts mit der Industrie? Ja, Dem Moment, ich Getreide. muss noch schnell ein paar Signale aufstellen, dass wir hier eine höhere Taktrate reinkriegen. Ja, die Züge sind ja noch kurz. Da geht es ja noch. Aber ich kann es dir gleich zeigen. Auch nicht so schnell, ne? Naja, 100. Also, wir holen hier Getreide ab. Okay, jetzt produziert es. Jetzt sind wir bei 150. Es steigt aber nur langsam. Ich kann mir vorstellen, dass es nur langsam steigt, da wir ja einmal diesen Kunststoffding unterteilen, aber ist nicht so schlimm. So, jetzt sehe ich das erst. Ah, es produziert, ja.
So, wir holen Getreide ab. Ja, mit dem Zug hier. Ich habe extra eine Doppeltraktion dran gesetzt, damit er ein bisschen schneller. Also, ach so, das ist hier die Getreideproduktion, genau, der Das ist die Bauernhof. Ja, Produktion. alles klar. Und das geht ja dann sozusagen über die Strecke hier nach hinten. Und hier steht ja, ich brauche entweder ein Öl oder zwei Getreide für einen Kunststoff. Da ist die Produktion noch ziemlich niedrig. Warum? Keine Ahnung. Obwohl wir haben auf der kurzen Strecke haben wir zwei Züge. Ja. Der Zug ist voll. 9, 18, Ja. 16. Aber ich dachte, dass wir halt durch die höhere Taktrate mehr bekommen. Muss mehr den Bedarf der Bevölkerung decken, sehr wahrscheinlich. Was ich aber machen kann, ich kann mal ein paar Wägen abhängen, weil die brauchen wir mal, die brauchen wir nicht. Brauchen nicht so viele. Also ich vermute auch, du musst mehr die Städte beliefern, dem Endprodukt. Weil der zeigt dir ja, was theoretisch möglich ist, aber nicht unbedingt auch ankommt, weil der Weg zu lang ist Ja, jetzt übrigens. hier steht Potenzial vom Getreide 177. Okay, die fahren ineinander, alles klar. Es steht aber auch, dass du mit mehr Kunststoff wegbringen. Steht das da? Versuchen Sie mehr Kunststoff abzutransportieren. Aber ich habe hier auch zwei Züge. Dann hätten wir das vielleicht doch nicht unterteilen sollen. Dann hätten wir dann durchgängige Linie machen müssen. Denke ich mal. Müssen wir noch umbauen, wahrscheinlich. Oder ich kann mir halt auch echt vorstellen, aber hier, man sieht es ja, der Bahnhof betreibt den Bahnhof, den Bauernhof noch. Aber wir können die Strecke umbauen, dass der Zug komplett durchfährt und nicht sozusagen in diesen zwei Kopfbahnhöfen die Ware umlegen muss. Natürlich war natürlich auch Ja, ein bisschen dumm. es kann sein, vielleicht, dass er noch eine andere Fabrik signalisiert, die in der Nähe ist und das Produkt haben will und dass der damit durcheinander kommt. Eine kurze Frage nebenbei. Gibt es hier die Push-to-Talk-Funktion? Weil mein Husten wird gerade wieder schlimmer. Dann würde ich halt immer nur drücken, wenn ich was zu sagen habe. Ja, unter Einstellungen, Optionen. Schau ich mal eben. Da kannst du ja irgend so eine Taste aussuchen. Ah, Push-to-Talk. Alles klar, danke. Bitte. Ich brauche mehr Abnehmer. Und ich brauche das Spiel, wenn ich sehe, wie toll die Züge da aus dem Depot immer rein und raus fahren. Ey. Ja, die fahren bloß mit 20. Ja, dann sehe ich sie wenigstens. Ich liebe doch die Dampfzeit. Ja, und heute möchte uns die Politik weismachen, dass alles, was qualmt, nicht gesund ist.
Ja, jetzt habe ich Push-to-Talk. So, das ist besser. Jetzt kann ich auch zwischendurch mal husten, ohne dass ich das Mikro zuhalten muss. Okay, das finde ich aber auch interessant hier.